So, weiter geht's mit neuen Runde of Life. Wir sind direkt jetzt wieder in der nächsten Folge von Offi Devos. By the way, ich habe übrigens schon vor der letzten Folge ein bisschen Zeug verkauft, deswegen habe ich ein bisschen mehr Geld. Also mehr, in Anführungsstrichen. Immer noch halb pleite, aber zumindest für heutige Verhältnisse. Gut, auf alle Fälle, nicht wundern, wenn ich jetzt auf bestimmte Kommentare oder Tipps oder irgendwas nicht eingehe. Oder auf irgendwelche Themen nicht eingehe, die vielleicht irgendwer vorschlägt, weil ich oft halt irgendwie zwei Folgen, vielleicht sogar mal drei Folgen hintereinander aufnehme. Ne, drei Folgen eigentlich nie. Zwei ist relativ wahrscheinlich, aber drei eher weniger. Also wenn ich gerade eben Amplis anhabe, dann will ich die einfach direkt ausnutzen und level halt einfach dann diese Stunde durch. Meistens kommentiere ich nur mal zwei Folgen und die letzte kommentiere ich dann später irgendwann mal, wenn ich Lust habe. Und genau, irgendwie so eine Art. So, Ringmaster ist endlich Level 90, das heißt, ich kann endlich zwei Instatten und nochmal zwei durch einen Stick rausholen. Hallo? Stick? Boom. Ein Angel Stick. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, vielleicht von damals. Aber oft war es immer so, die Ringmaster hatten damals immer Angel Sticks an. Ich weiß gar nicht genau, warum eigentlich. Der Angel Stick, der hatte doch eigentlich gar keinen geilen HP oder Int-Effekt oder so, oder Cast-Effekt damals. Das ist jetzt noch relativ weak. Der hat aktuell 12 Cast, 12 Int, 12 Angriffskraft. Ja, das war's im Prinzip. Aber die Ringmaster früher hatten immer diesen Stick an. Ich weiß nicht warum. Okay, 2% Cast-Time casten schon ein bisschen schneller irgendwie. Also zumindest fühlt sich so manchmal schneller an. Hat der andere irgendwie Minus-Cast? Hatte keine Minus-Cast. Keine Ahnung. Vielleicht gerade so einen kleinen Castbreaker so erreicht. Ich weiß gar nicht genau, wie das überhaupt läuft. Weil. Ob das eigentlich stufenlos geht in Flive? Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel 53% Cast-Time hat und dann auf 54% hochgeht, castet man dann wirklich 1% schneller? Oder ist es einfach so, dass das irgendwie nur alle 10 oder alle 15 Punkte so steigt? Würde mich mal interessieren. Und ich überlege das gerade, wie man es mit der Animation. Na ja, gut, okay, man könnte einfach schnell abspielen lassen. Habe mir noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Also, irgendwelche Assault-BPs werden sich natürlich da schon Gedanken drüber gemacht haben, aber. Jetzt als. Gelegenheitsspieler, muss ich das sagen, aber ich will es überhaupt gar nicht in den Mund nehmen irgendwie. Weil ich war früher einfach nie ein Gelegenheitsspieler, ich war immer jemand, der absolut gesuchtet hat wie sonst was. Und jetzt bezeichne ich mich selbst schon als Gelegenheitsspieler. Ich meine, klar, ab und zu bräuchte man natürlich auch mal eine Pause von Flive. Als Flive-Let's Play natürlich schwierig. ja, kommt drauf an. Ich meine. Ich könnte es ein bisschen einteilen. Ich könnte generell mal einfach für eine Woche aufnehmen und eine Woche einfach kein Flive anrühren. Ich würde sagen anberühren, aber das klang ein bisschen komisch. Einfach mal eine Zeit lang kein Flive berühren, wirklich mal ein bisschen Abstand halten. Und dann vielleicht nach einer Woche wieder mit frischer Lust rangehen und so. Keine Ahnung. Wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht, oder? By the way, Skills laufen alle. Ich bin gerade nur disconnected, deswegen. Genau, also. Ich bin zwangsweise disconnected, oder. Ich bin zwangsweise relocked, sagen wir so. So, ein bisschen Shout an, dass wir ein bisschen was mitkriegen. Ich habe übrigens auch mal geschaut, wie viel das hier kostet. Und hier über Drops rum, what the fuck? Hier ist doch gar keiner, außer mir. Oh, was awaken? Kann mir jetzt hier krasse Awake raushauen. Boom. Minus 2% Geschwindigkeit, minus 1 STR. Plus 1 STR. Krass. Naja, wo war ich gerade? Boah, hab mich nicht so verpeilt, what the fuck? Jetzt haben wir eine Flame-Card getroffen. Wir brauchen immer noch eine fucking Blitz-Card. Oh. Einmal so, einmal awaken.
Ja, genau. Einfach 5 Awakes minus. Okay, aber gut, mein Ringmeister hat aktuell das Wedge-Set, deswegen wäre es jetzt eh nicht so die Welt gewesen. Ich kann es eh nicht nutzen. Also würde keinen Sinn machen, es zu nutzen, sagen wir so. Also ich cast jetzt schon schneller, ich meine. Finde ich schon. Also es fühlt sich auf alle Fälle schneller an. Naja, ein bisschen mehr Cast im Nacht, dann ist glaube ich noch angenehmer. Momentan ist es halt einfach so ein bisschen meh. Aber egal. So, hier läuft Level 16. Wer lässt den ganzen Drops da liegen? Das gibt's ja gar nicht. Ich meine, das bares Geld, was da liegt. Wortwörtlich. Ach, krass, sagt der Helden, lässt es liegen. Okay. Ja, mir wird wirklich jeder Penny aufgehoben. Und jeder Mieterlad und. Ich meine, früher war es immer noch was wert. Kennt ihr noch die Zeiten, als man Mietsalat verkauft hat? Kann man das noch immer? Bestimmt nicht. Ich habe damals Mietsalat verkauft. Das waren Zeiten, Mann. Man konnte einfach Geld verdienen mit Food, was am Boden liegt. Überlegt das mal einfach. Das ist keine Ahnung. Ich meine, sowas hast halt irgendwie auch heute nicht mehr. Wer kauft heute Mietsalat? Wenn ich jetzt einen Shop aufmache und Mietsalat reinschmeiße, dann wird sich jeder so fragen, was ist mit diesem Typen falsch? Warum verkauft er Mietsalat? Naja. Weil man hat früher einfach Sachen gemacht, die man heute nicht mehr machen würde. Und damals waren halt schon ein paar tausend Penia halt wirklich richtig cool. Ich meine, 1000 Mietsalat mal 1000 Penia sind halt zum Beispiel auch schon mal 1 Million Penia. Und damals hat sich das einfach gelohnt. Also, ich glaube, es war wirklich mehr wert. Es waren, glaube ich, sogar 10k Penia oder 5k. Ich habe gar keine Ahnung mehr. 3, 4, 5k Penia, 10k Penia. Keine Ahnung. Aber. Ich meine, das war halt einfach damals wirklich wichtig. Also, damit hat man auch mal sein Asria-Ticket vielleicht noch restfinanzieren können. Wenn irgendwie noch ein bisschen was fehlte oder so, dann waren das unter Umständen einfach so die letzten Penia oder letzten Reserven, die man gehabt hat, um sich ein Asria-Ticket zu leisten. Wenn man generell das überhaupt sich leisten konnte. Ich konnte es mir damals nie leisten. Ich habe damals immer mit Archon 3 gelevelt, später dann Tower. Jeder hat gesagt, Tower ist voll geil. Das sind voll viele Monster. Zeiten verändern sich irgendwie echt ziemlich. Ich bräuchte mal Link. Ich meine, ich habe schon nachgeschaut, das kostet gar nicht mal so viel. Selbst jetzt mit Echtgeld, das ist machbar. Es ist echt machbar. Ich weiß gar nicht, sollte man irgendwie eigentlich W-Coins in-game verkaufen? Oder sollte man sich von W-Coins direkt Partyscoins kaufen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich überlege gerade. Ich habe nicht mal die Preise im Kopf. Wie war das? 60 bis 80 Perien? Oder. Nee, wie war das? 60 bis 80 Perien pro 10 Euro, oder? Oder waren 60 bis 80 Milliarden? Nee, oder? Nee. So wieder nie. Oder? Oder waren es 25? Ich habe keine Ahnung mehr. Oder 300 bis 400 Perien? Keine Ahnung. Bin mir genau sicher. Also irgendwie so eine Art war es auf alle Fälle. Something you want so bad.
But did you know?